Ja, ich weiß, wer Kapitän wird und ich bin da entschieden. Ich werde es der Mannschaft mitteilen im Trainingslager und werde es dann gegen Ende des Trainingslagers auch öffentlich verkünden. Nein, wir haben uns diesmal dafür entschieden, dass wir sozusagen die Kerngruppe, die auch Bundesliga, den Bundesliga-Kader bildet, dass die alle dabei sind. Also Milosch und Bagi eben genannt, weil wir erstens sehr gute Bedingungen in Grassau haben, auch was den Reha-Bereich angeht. Es werden Dinge passieren, wie Kapitän wird benannt, Mannschaftsrat wird benannt. Es wird auch vielleicht ein bisschen konkreter nochmal über Saisonziele geredet. Und das sind halt alles so die Momente, wo es mir ganz wichtig ist, dass alle dabei sind. Aber die beiden werden am Montagnachmittag wieder das Trainingslager verlassen. Aber rund ums Testspiel wird da halt viel in die Richtung passieren und dementsprechend macht es Sinn, dass sie dabei sind. Ich bin heute Nacht einmal aufgewacht und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also es war so warm in meinem Schlafzimmer. Dann habe ich heute Nacht mal auf den Wetterbericht für Grassau geguckt, weil ich auch weiß, wir haben keine Klimaanlagen da im Hotel. Und nein, es wird besser. Also heute und morgen ist noch ein bisschen warm. Und dann kommen, glaube ich, ein paar Gewitter und dann sind wir Mitte der Woche so beim Anfang Mitte 20 Grad, also optimal zum Trainieren. Stand jetzt, ne? Schauen wir mal. Vorfreude ist bei mir als Trainer durchaus da, weil es eine Woche ist, wo wir nochmal sehr konzentriert arbeiten können, wo wir alle zusammen sind, wo es halt einfach doch was anderes ist, als in Bremen zu arbeiten, wo du dann relativ zügig nach dem Training wieder auseinander gehst. Wir nochmal die Möglichkeit haben, mit allen Spielern einzeln zu sprechen. Das steht jetzt in dem Trainingslager an, nochmal Einzelgespräche mit jedem Spieler, wo wir wirklich auch nochmal einen Schwerpunkt setzen wollen im Thema Konterabsicherung, Gegenpressing und uns halt einfach nochmal auch mehr einspielen wollen. Also wir werden noch viel spielen im 11 gegen 11 plus das Testspiel gegen Alba. Von daher bei mir schon Vorfreude. Ob die Jungs so eine Vorfreude verspüren, müssen sie die Jungs fragen. Jeder Trainer hätte gerne am ersten Tag der Vorbereitung alle Spieler zusammen. Aber ich habe, glaube ich, also bei mir selber eh noch nicht, aber auch bei noch keinem anderen Kollegen gesehen, dass das geklappt hat. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ich fand die letzte Trainingswoche hier in Bremen nochmal sehr gut. Wir sind wirklich auf sehr eingespielt. Wir haben gute Abläufe miteinander, sowohl was das Offensive als auch das Defensive angeht. Unser Zug zum Tor entwickelt sich noch besser. Aber was mir auch ganz wichtig ist, die Aggressivität gegen den Ball ist sehr ausgeprägt momentan. Und von daher, wir haben ein Korsett. Wir müssen nicht 7, 8 neue, so wie letztes Jahr, sondern im Grunde geht es um 1, 2 Positionen, die dann gegebenenfalls noch integriert werden müssen. Und auch da wäre es optimal, wenn sie am ersten Tag da wären, aber es ist für uns kein Drama. Das wird passieren. Wichtig ist die Qualität, die kommt.